Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den neuronalen Netzen und ja, Backpropagation. Was wir dieses Mal machen ist, wir wollen wieder mal unser Netz verkleinern. Letztes Mal habe ich euch schon zwei Methoden gezeigt, nämlich Weight Elimination und Weight Decay. Heute zeige ich euch Optimal Brain Damage. Optimal Brain Damage ist eine Methode, wie ihr ganze Neuronen teilweise wegbekommt, aber vor allem diese Gewichte hier tatsächlich löscht. Der Trick dabei ist, dass ihr, wenn ein Gewicht wirklich nahe an Null dran ist, dass ihr es dann einfach nicht mehr braucht, beziehungsweise wenn es fast keinen Einfluss mehr auf den Fehler am Ende hat, ihr es nicht mehr braucht. Es gibt, wie gesagt, nee, habe ich noch nicht gesagt, es gibt zwei Methoden davon. Einmal hat das Gewicht oder ist dieses Gewicht fast null und wir können es entfernen und einmal hat es fast keinen Einfluss mehr auf den Fehler. Das heißt, wir können uns zwei Varianten davon angucken. Schauen wir uns die einfachere Variante an, nämlich die, wo das Gewicht sehr, sehr klein ist. Und dann nehmen wir einfach den Betrag von dem Gewicht, zum Beispiel von dem hier, und sagen, okay, das ist kleiner als 0,01, also können wir dieses Gewicht komplett löschen. Und damit sind diese beiden Neuronen nicht mehr miteinander verbunden. Ja, und wenn jetzt jedes von diesen Neuronen, ich mache das mal mit dem hier hinten, sagen wir, das hier wird gelöscht, und ich mache das jetzt mal mit jeder dieser Verbindungen. Wenn diese Verbindung auch sehr klein ist, dann wird die auch gelöscht. Und wenn diese Verbindung hier sehr klein ist, wird sie auch gelöscht. Ja, und dann, was passiert dann? Dann haben wir keine ausgehenden Verbindungen mehr von diesem Neuron. Sprich, es hat auch absolut keinen Einfluss mehr auf unser Ergebnis. Und damit können wir das komplette Neuron töten. Weg damit. Okay, und so könnt ihr euch haufenweise Rechenzeit erstens mal einsparen und vor allem könnt ihr besser approximieren. Das heißt, ihr nehmt einfach an, dass dieses Neuron fast keinen Einfluss, also die Dinger hier waren ja nicht perfekt null, sie waren nur fast null. Das heißt, wir hatten fast keinen Einfluss von diesem Neuron auf irgendwelche anderen Neuronen in der nächsten Schicht. Und deswegen sagen wir, okay, wir schmeißen es raus. Dieses fast ist einfach noch ein noch nicht perfekt gelernt. Ich meine, wenn ihr hier am Ende eine 1 rausbekommt, werdet ihr normalerweise keine 1 rausbekommen haben, sondern 0,98 oder sowas. Das ist schon nah genug dran, deswegen kann man das dann durchaus am Ende löschen oder am Ende als 1 definieren. Und hier in dem Fall haben wir halt fast 0, das heißt, man kann es auch ignorieren eigentlich. Ja, das ist die erste Methode, das heißt, wenn ein Gewicht fast 0 ist, betraglich gesehen fast 0 ist, dann kann man es löschen. Und die zweite Möglichkeit, achso ja, wie gesagt, wenn dann halt alle ausgehenden Gewichte von unserem Neuron gelöscht sind, dann können wir das Neuron selbst auch löschen. Okay, die zweite Variante ist, wir betrachten nicht die Neuronen oder die Gewichte, die sehr, sehr klein sein müssen, sondern der Beitrag zum Fehler muss sehr, sehr klein sein. Der Beitrag zum Fehler, naja, der wird dann berechnet durch eine mehr oder weniger komplizierte Ableitung, und zwar diese hier. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Error-Funktion ableiten nach WIJ zum Quadrat. Das heißt, ja, ihr könnt das Ganze mal probieren, selbst abzuleiten, ist aber nicht ganz so einfach. Und ich würde euch einfach empfehlen, ihr bekommt mit diesem WIJ auch ziemlich gute Ergebnisse. Manche sagen, das ist keine richtige Methode, das so zu machen. Andere sagen mal wieder, das ist die Methode, die man es macht. Das Ganze ist eh noch in der Forschung. Ich wollte es euch bloß mal vorschlagen, denn dadurch bekommt ihr einfach ein effizienteres Netz und auch ein besser approximiertes Netz. Okay, soviel zum Optimal Brain Damage. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich weiß, wir machen momentan, oder ich mache momentan sehr, sehr kurze Videos hier, aber ich möchte die Themen an sich wirklich schön voneinander trennen, damit ihr die Videos einzeln gucken könnt, falls ihr was sucht oder sowas und nicht Ewigkeiten spulen müsst. Okay, ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und nächstes Mal geht es weiter mit der anderen Richtung. Wir bauen dann also kleinere Netze zu was Größerem aus. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.